wundere mich aber auch, warum haben die Rohre denn so ein. Hast du die aus Kies hergestellt, oder? Nein, nein, die werden aus Eisen hergestellt. Also wie ein Trichter, nur die zwei oberen Eisen werden nicht hingemacht. Also. Oder muss eine Kiste bleiben? Warum ist hier ein Doppeltrichter drauf und bei dem anderen nicht? Lass mich mal überlegen, Niklas. Entschuldigung. Also theoretisch Trichtersystem, ne? Der will ja von dem Trichter, ne? Also der Trichter muss ja an die Pipeline angeschlossen sein, ne? Müsste er ja den Trichter und der Trichter müsste das rausziehen, richtig? Heißt auf Deutsch, wenn ich da jetzt Nein schmeiß, fällt's da rein und jetzt müsste das Redstone normalerweise. Wo ist der Redstone? Ich würde das eigentlich immer ein bisschen weg, um nicht zu stören. Okay, nicht viel. Läuft aktuell die zweite Season, die ich aber schon lange durch habe. Das war das mit dem, wo die NPCs neu dazugekommen sind, oder? Das war ja die aktuelle Season, glaube ich. Da gibt es NPCs. Frag mich aber nicht mehr, wie die heißt. Wie heißt denn die Erweiterung für so? Diese Bewusstseinserweiterung war für mich die schönste Erweiterung. Was? Genau. Und ab 1. Dezember soll die stählerne Bruderschaft nach Appalachia kommen. Oh nee, nicht die Bekloppten. Die stürzen doch immer ab mit ihrem komischen Copto-Fighter da. Wenn irgendwo eine Explosion war, waren es die Bruderschaft. Wir sind gelandet. 2 Millionen Tote, weißt du? Ja, solange es nur Verbrannte sind. Verbrannte Tote? Naja, wie meinst du, wie die Verbrannten entstanden sind? Nicht durch den Atomschlag, nein, nein. Nein, nein, durch die Bruderschaft. Ganz genau. Ach ja. Ah, was willst du erwarten? Nein, die NPCs waren Wasteland. Das ist genau Wasteland-Update, hat's geheißen. Anfang des Jahres. Die Seasons sind Spielbretter. Achso, ja, stimmt. Okay. Ah! 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 Ich hab's, glaube ich. Schrei doch nicht so, Alter. Jetzt wird's kompliziert, aber ich glaube, ich hab's nicht. Oh. Normalerweise wäre ich doch da oben. Nein, jetzt sag ich mal schon. Nein, nein, nein. Da den Trichter reinschmeißt, nimm das da raus. Oh Mann. Was hast du jetzt wieder gemacht? Ich hab dir aus Versehen mein Schwert hingeschmissen. Das Eisenschwert, dieses Kackding hier? Genau, dankeschön. Das kannst du ja schon mal zu. Ja. Ja, nee, also sobald Fussel irgendwann in 10 Jahren. Oh, Creeper! Der leckt bei mir. Habt ihr ein Loch gemacht? Habt ihr ein Loch gemacht? Nö. Aber weißt du, immer wenn du mit dem Gaming in der Nähe bist, ne? Ich hätte den. Warum schickst du den? Warum stülpst du den auch zu mir? Hab ich doch gar nicht. Ich hab halt Rückschlag auf der Waffe. Warum rennst du nicht wie jedes andere Mädchen auch weg? Weil ich nicht so ein Mädchen bin wie du. Ja, hallo? Ich wollte mich dem Feind stellen, er ist aber nur an mir vorbeigeleckt. Die Sau. Geleckt hat er dich, ja, das stimmt. Na. Oh Mann. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Ja, genau. Wenn der Fussel dann irgendwann mal fertig ist mit seinem Büro, mit seinem eigenen, wie er es selber nennt. Das ist ungefähr so ein Bauprojekt wie der Berliner Flughafen, wenn er sagt, der ist in 2 Wochen fertig, so. Au. Na, ja, kannst du damit rechnen, dass vor 2053 da nichts vorangeht. Hier wird kein Flugzeug starten. Eben. Übrigens auch das Motto des Berliner Flughafens. Übrigens das Motto von meinem letztes Sonder. Ach, jetzt macht der ja, schon oder werden. Na gut, müssen wir auch mal machen. Also, der Schulz, der hat BR Simulator gespielt. Bei seinem letzten Testsonntag vor 2 Wochen? Ne, letzte Woche war es. 2 Folgen. Letzte Woche war es und die Woche auch. Ah. Also, eine BR Simulator, ein wunderschönes Spiel, wie ich finde. Wunderbar. Lustig. Die letzte Folge ist ja leider nur 9 Minuten, weil halt das Spiel die ganze Zeit abgeschützt ist, was eigentlich ja wirklich zum BR passt, irgendwie. Ich würde sagen. Das ist ein Feature, ja. Ja, ja. Ist der Flughafen nicht fertig?
Ja, der Flughafen ist fertig, aber es tropft doch. Da machen die jetzt ein Schwimmbad draus, haben sie gesagt. Das ist ein Enderman. Wo? Ich höre zumindest sein. Du musst ihm ganz starr in die Augen gucken, das ist wichtig. Achso. So wie dir damals? Ja. Abstand. Bitte tragen Sie eine Maske. Ich hab ihn, ich sehe ihn. Hast du ihn in die Augen geguckt? Nö. Warum nicht? Ich bin doch bescheuert. Da kommt übrigens eine giftige Spinne und ein fetter Zombie. Dann kommt noch ein Zombie. Und noch einer. Ich kümmere den rechts hier. Mann, sind wir ein super Team. Swim and fly. Ja, ganz genau so ungefähr. Also das ist sowas wie eine Therme und ein Restaurant. Also so die Restaurants-Thermen, wo so in dem Schwimmbad drin, wo in so in Schwimmbäder drin sind. Du kannst schwimmen und wenn du mit dem Schwimmen fertig bist, klickst du einfach ein Handtuch drüber und dann kannst du irgendwo hinfliegen. Ich meine, wer will das nicht? Ja. Nee, ich auch nicht, aber es ist in Berliner. Also, Das ist aber ein kleiner Enderman, oder? Ja, dann können wir ihn mal kurz töten, oder? Ich höre einen Enderman, Leute. Gleich nicht mehr. Mann. Hat er nicht gedroppt, oder? Au! So, was macht denn ihr? Gar nichts. Hallo! Wo? Hier sind gleich zwei von denen. Hier ist noch einer irgendwo. Auf jeden Fall, wenn der Fussel da mal ein bisschen mit seinem Stress weg ist, weil ich meine, arbeiten wir so oder so nichts, also von dem hat er ja dann auch Zeit. Schauen wir bestimmt mal wieder in Fallout rein und wir sagen dir dann auf jeden Fall Bescheid. Und dann können wir mal wieder gemeinsam durch die Lande ziehen. Was? Ich hab Zeit? Dann die ganzen 300 Chars zeigen. Und deine ganzen Häuser, wo du bestimmt gebaut hast. So, wenn du alle Häuser von jedem Char zusammennimmst, hast du doch bestimmt schon die ganze Map zugekleistert damit, oder? Stimmt. Ich kann das doch nicht alles mit Robern machen, oder? Also wie meine Fallout Camp Pool Bar. Wurde auch Bar genannt. Ja eben, genau. Sowas. Nur dass du halt dann eben noch Flugzeug fliegen kannst. Also wahrscheinlich noch selber, weil Piloten gibt's ja nicht. Es gibt keine Piloten. Was ist jetzt in die Luft geflogen? Au! Oh. Gar nichts? Niklas. Hier gibt's rein gar nichts zu sehen. Bist tot? Nein. Bist du jetzt hin? Ja, ich bin hier in der Nähe des Hauses. Ich wollte mal gucken, wie es meinen Hühnern geht, weißt du? I can reach you, aber ich kann dich nicht sehen. Ich bin im Hühnerstall. Ach, okay. Mit meinem Motorrad. So noch nicht, aber bald, oder? Nee, das wird super hier. Ich bin allerdings schon wieder voll, das ist viel schlimmer. Ich brauche mal ein schlaues Hirn. Niklas, du wirst gebraucht. Was ist denn los, Schulz? Was ist denn an? Kannst du hier noch Eier aufsammeln? Ja. Du, geh mal weg. Geh mal weg. Geh mal weg. Geh doch jetzt mal weg. So könnte ich sagen. Schießt du da gerade Eier auf Hühner? Nein. Gaming, du kleiner, widerlicher Hühner. Kann man nur so ekelhaft sein. Verstehe ich auch nicht. So. Dann mal ganz schnell zum Jules runter. Was brauchst du denn von mir? Warte mal. Ein bisschen Gehirn. Rein von der Logik her, ne? Ja. Geht nicht. Müsste das doch eigentlich hinhauen, so. Ich weiß es nicht. Soll ich das hier mal zerschlagen? Rein von der Logik her, ne? Guck, pass auf, der Trichter ist ja angeschlossen an die Pipeline, ne? Ja. Ne? Der Trichter lässt es in den Trichter, der Trichter lässt es in die Pipeline und die Pipeline müsste das theoretisch da drüben reinhauen.
Soll ich es mal ausprobieren? Woher weiß der Trichter denn, was er da rein und nicht reinlassen soll? Das weiß ich noch nicht so genau. Weil nicht, dass der Trichter dann alles durchlässt und es dann nicht mehr vorne rein. Vielleicht müssen wir die doch zusammen machen und brauchen nur einen Controller. Ich verstehe das richtig, dass die Bruchsteinplatten Stufen brennt und so? Ja. Ja, theoretisch, wenn man die, wenn wir jetzt quasi da, wo die Lücke drin ist, ne? Ne, funktioniert nicht. Da, wo die Lücke drin ist, wo wir die Lücken gelassen haben, ne? Mhm. Wenn wir theoretisch da Schubfächer auffüllen. Ja, ne? Dann brauchst du nur einen Controller, ne? Dann brauche ich nur einen Controller. Kann es übrigens sein, dass wir keine Musik mehr haben? Frag nur. Ja, ich höre auch nichts. Keine Musik mehr, ne? Aber die Frage ist, wie du mal das dann aufteilen halt, ne? Am sagst nix, Razer. Tja, das ist eine gute Frage. Ich habe mich damit nicht so sehr beschäftigt, weißt du, weil ich hatte die Schmelze. Wenn wir jetzt theoretisch sagen, wir machen hier unten einfach einen hin, da einfach einen hin, da einfach einen hin, ne? Ja, das kann man ja machen, das ist ja nicht so ein Problem. Mal, ja. Nur eine halt, ne? Nur, dass das zusammen connected ist. Mhm. Jetzt, Niklas, deine Aufgabe. Ja. Bruchstein da reinschmeißen. Da oben sind zwei drin, jetzt müssten es ja theoretisch dann fünf sein, ne? Hast du? Ja. Ja, jetzt sind es fünf. Ja, so funktioniert das. Heißt, sie müssen alle connected sein. Immer. Ja, theoretisch. Ja, dann brauchst du nur noch einen Controller. Allerdings glaube ich auch, wie weit geht das? Das geht weit. Soll ich es mal ausprobieren mit hier einem Eisenblock? Mach halt mal mit dem Eisenbahn, ja. Kann ja noch nicht funktionieren, weil du hast noch kein. Ah doch, müsst du ja wenigstens einen Controller. Ja, ja. Sekunde. Soll ich? Ja, Rolf. Wie viel hast du noch reingeschmissen, beziehungsweise. Zwei. Also hier sind aktuell 26. Es werden nicht mehr. Okay, warte, ich versuch's einfach nochmal, Moment. Schaut ihr mal genau drauf, jetzt müssen hier 25 drin sein, ne? Hier sind 25 drin. Ja. Wenn du sagst Bescheid, wenn es drin ist. Es ist jetzt drin. Dauert vielleicht ein bisschen, weil es hier durch Pipeline und so. Ne, es ist hier unten einsortiert. Oder machen wir oben mehrere Kisten. Wäre auch eine Möglichkeit. Wieso? Weil es halt da. Ja, weil es führt es dann nicht zur Verwirrung, weil wenn du es dann einmal irgendwo was falsch reinwirfst, so drei Stacks, dann viel Spaß beim Rausglauben. Oder verstehe ich das falsch? Wo hat es jetzt einsortiert da, ne? Hier unten, ja. Also geht es theoretisch, probier's mal mit dem da. Da. Probier's mal damit. Jetzt sind drin 25, also wenn der Fuß Niklas reingeschmissen hat, müssten es 26 sein, ne? Ist drin? Ja, der geht. Ja, okay, also geht's bis daher theoretisch, ne? Weiß ich nicht, wir können ja mal. Eier, ja, sonst könntest du mal. Gib mir deine Eier. Also. Hm? Ja, nimm sie dir. Was? Ihr seid auf den Eiern? Ja, wie viel hast du gehabt? Ich schmeiß jetzt 8 rein. Okay. Die werden auf jeden Fall abgesaugt. Ja, okay, die kommen bis daher. Also Eier funktionieren auch. Okay, dann warte mal. Warum der Eisen nicht? Warte mal. Schmeiß mal da die Trichter rein, Niklas. Ja. 6 Stück. Sind es 33, also müssten es dann 39 sein. Gott, haben wir viele Trichter. Da können wir was rausbauen, oder? Sind sie drin? Ja. Läuft auch rein. Geht's auch noch. Aber warum geht das Eisen nicht? Das sind jetzt auch. Achso, warte mal. Probier's nochmal mit dem Eisen, Niklas. Da. Hinter dir. Mhm. Aber es sind ja 16 Blöcke. Das wäre ja eine ungerade Zahl irgendwie sind für. 25. Sag Bescheid, wenn du es hineinschmeißt. Ja, sind drin. Nein, sind hier unten einsortiert. Okay. Also geht's bis daher, bis zu den Trichtern. Ja, dann eins, müssen wir doch nur zwei, mal gucken, wie drei, viel vier, vom Controller, fünf, sechs, ne? Wo der Controller hin müsste. 16. 13, 14. Oder den Controller weiter in die Mitte setzen. Genau so wär's. Das heißt, wie viel sind maximal, was der Controller bedient? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nee. Warte mal, den habe ich ja nicht genannt. Nee, 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 da wo der Controller ist.
Das wäre 16. Das wär 16, also 3 weniger, 13. Also 26 kann er generell plus den einen, also 27. Ja. Das heißt, wir müssten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mach hinten einfach mal den 1B oder. Also hier wäre 13. Wo? Jetzt ist die hier, wo ich okay. Der hier unten. Warte mal, okay. Reihe 13. Ich mir ganz kurz die Frage ist jetzt natürlich, wie hast du genau gerechnet, ne? So. 13 plus Controller oder 13 inklusive Controller? Also bis zum Controller sind es 13. Ja, das kann man jetzt auslegen. Bis zum Controller, also das Feld des Controllers einschließlich. Mit Controller, ich habe nur hinten die 3 weggerechnet quasi. 6, 8, 10, 12, 13. Ja, das ist Feld 13. Das wäre da, wo du bist, ne? Da, hier. Okay. Pass auf, dann machen wir das so. Ich würde dem Gaming jetzt gerne so eine Spinne aufs Gesicht setzen. Hm? Was? Nur wenn so. Ich einmal endlich mal Axt gekriegt würde, ne, dann würde es halt auch einmal schneller gehen. Ne? Also immer noch keine Axt? Natürlich nicht. Hier, ich werfe dir mal eine hin. Sag doch was. Ist halt nur eine Standard-Axt, aber. Ja, ich meine, man kann sie ja auch mal mit dem Standard zufrieden geben. Mhm. Ja, eben. So, jetzt muss ich erstmal die ganzen Pipelines nochmal wegbauen. Inklusive Trichter. Ja, die Frage ist ja, wenn der Trichter hier runterkommt, ne? Ja. Dann bau den doch gleich richtig. Ja, jetzt baue ich eine Kerzengrad runter. Aber ich muss ja vom Controller weg, quasi. Zum Trichter. Genau, dann kann der hierher. Wir sind hier auf der Ebene. Also. Genau, jetzt bauen wir hier den Controller rein, haben wir gesagt, ne? Mhm, bau den anderen im Zweifel ab. So. Jetzt noch ein Trichter. So. Ne, warte mal. Jetzt hast du die Truhe auch abgebaut, ja? Ja, die muss ich dann oben drauf setzen am Ende. Alles passt schon so. So, Controller. Zack. Muss ich nochmal dahinter. So, jetzt muss ich auf den Controller einen Trichter setzen. Wo sind meine Trichters? Wo sind die Trichter? Sind die einsortiert worden oder was? Ich habe einen Trichter, habe ich hier gefunden. Den werft hier mal eben raus. Na warte, ich habe doch welche neues. Nice. Und auf dem anderen ist auch noch einer hier. Auf dem Controller ist auch noch, schwebt auch noch ein Trichter. Okay, dann machen wir nochmal. Wo sind meine Trichter? Da, Trichter. Dann machen wir jetzt hier Trichter drauf. Zack, weg. Ich muss in das Loch da, ne? Gerade vor. Richtig? Ja, warte, ich baue dir das hier sogar noch. Nee, oder? Wo bist du denn jetzt? Hätte noch eins weiter rausgehört, ne? Mhm. Nee, warte mal, das passt doch. Und hier ist. Nee, hier ist der. Ja, verdammt. Hier ist ja die Ding. Genau. Warte mal, dann machen wir das mal. Einfach einmal so. Dann weiß ich, dass ich dahin. Also macht aber nichts, wenn er so viel Knicks macht, oder? Also nicht wirklich. Aber wie gesagt, hier hinten auf dem Ding ist noch einer drauf, ne? Ein. Ja. Den hole ich jetzt noch schnell. Gut, hab ich. Bäh. Jetzt bist du weit. So kurz. Jetzt halt die Frage, ein Block Trichter, ne? Also jetzt, oder ist es schon dual? Also.
Ach, leck mich Leute, warte mal, ich muss auf die andere Seite. Hast du schon zugemacht irgendwo? Oder ist nee, 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 nee. Das würde ich mir nie erlauben. Warum ist denn der Niklas schon wieder AFK? Ach, du weißt doch, wie er ist. Faul. Jetzt macht er erstmal wieder Essen oder sowas. Richter. Ja, warte mal. Weg. Ein Duke. Ein Richter. Und jetzt die Kiste. Zack. So. Die Steinstuben sind ja normalerweise noch drin, oder? Oder hat die mittlerweile der Niklas? Weiß ich nicht. Oder wir machen das mal anders. Der Never Quarz hast du ja ewig viel rein, ne? Wo kommt man denn jetzt hier wieder raus? Das weiß ich nicht. Ich habe da einen Block weggemacht, den da. Guck, und habe einen unten drunter wieder hingebaut. Ich sag ja, wir müssten hier irgendwo eine Tür einbauen. Da kommen wir nicht drum rum. Ja, 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 ja. Wo ist denn hier die Mitte ungefähr? So. Vor der Wand? Mhm. Eins, zwei, drei, vier und auf der anderen Seite hast du zwei. Also hier wäre die Mitte. Dann mach doch mal in die Mitte ein Loch. Ich guck mal eben. Ich tue jetzt einfach nur mal Stein hinmachen. Bruchstein, ne? Nee, 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 lass offen. Ich hab. Nee, mach. Weil du hast ja Asche aufgeklopft. Achso, ja, da kannst du. Da kommt ja sowieso was anderes hin. Also da kommt so. Ja was vor. Das ist nicht so schlimm. Ich suche nur gerade Holz, Holz, Holz. Ob wir noch eine Tür haben. Das stimmt irgendwo. Ne. Achso, die Türen, wer braucht schon Türen? Hm. Oh, na, juckt das. Yeah. Die Frage ist halt, wie ich das jetzt am dümmsten connecte. Dass das auch funktioniert, ne? Was war denn nochmal Tür? Das war Tür, alles klar. Fach, gibt's da nicht umrahmende Schubfächer? Gibt's da nicht ein gesperrtes Schubfach? Ja, man kann da eine Sperre für bauen, ne? Ja, weil dann könnte ich nämlich da in die Ecke ein gesperrtes hin machen, aber da laufen ja normalerweise die Items trotzdem durch, ne? Sollten sie, ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Schubfachschlüssel öffnet und... Weil dann hätte ich nämlich hier zum Beispiel, oder auch diese einzelnen, wo da drin sind, dass man die vielleicht zumachen, ne? Ich habe hier Schubfachschlüssel öffnet und verschließt Schubfächer. So. Brauche ich einen Goldklumpen, zwei Goldbahnen und eine Upgrade-Schablone. Eine Upgrade-Schablone? Ja. Sachen gibt es. Wie macht man das denn? Leckt. Wer leckt? Das Spiel. Ach, hör auf. Doch, ganz schrecklich. Das wird das Spiel nie tun. Nee, nee, um Gottes Willen. Oder geht es über Eck? Connected es über Eck wahrscheinlich nicht, ne? Das weiß ich nicht. Das waren ja alles so Dinge... Ja, schon klar. Und wir könnten es ja eigentlich mal ausprobieren, wenn es über Egg nämlich connected, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe, weil wir ja in Minecraft sind. Verstehst? Mhm. Was hat das jetzt? Hey. Aber wir haben hier 76 Netherquarz. Tu mal ein paar raus. Bin schon wieder voll. Ja. Schau mal nach, wie viel drin sind, Fussel, beim Netherquarz. Oder Niklas, ist egal. 66. Okay, jetzt hau ich welche rein. Entweder sortier das jetzt irgendwo vorher ein. Ja, tu da, es kommt hier nichts. Ja, mehr. Okay. Also über Eck geht's schon mal nicht. Le merde. Wenn ich jetzt theoretisch hier eins in die Ecke rein tue. Zack, und dann hier. Dann müsste es connecten, aber dann müsste man es versperren. Toll. 66 Hammer. Boah. Es wird auf jeden Fall auch ein Projekt über längere Zeit, glaube ich. Wir haben ja Zeit. Oder?
Ne, so viel Zeit meine ich jetzt, in der Zeit meine ich jetzt nicht. Also ich habe eigentlich vorgehabt, dass ich um 11 Uhr alles beende, ne? Also so geht's auf jeden Fall, Fussel. Jetzt müssen wir uns nur überlegen, was wir hier mit dem einen da machen, ob wir den irgendwie verschließen. Das geht ja irgendwie. Und ob es dann immer noch geht, ne? Wie heißt die Mod? Storage Drawer. So, Storage. Schubfachschlüsselknopf, persönlicher Verbergungsschlüsselknopf, persönlicher Schlüsselknopf, Füllstandschlüssel. Was haben wir denn noch? Speicher-Upgrade, erhöht den Speicher zu 2-mal dem Grundwert, 4-mal, 8-mal, 16, 32, 32, ne, ist das Maximum. Ja. Aber wenn du jetzt zum Beispiel diesen Schubfachschlüssel nimmst, ne, steht da bei mir, öffnet und verschließt Schubfächer. Mhm. Ne? Ja. Wenn du den jetzt nimmst und craftest, müsstest du doch eigentlich nach Adam Riese und Eva Zwerg das Schubfach zumachen, ne? Dass wenn keine Items das so reingehen. Gemeint ist, ja. Die Frage ist, wenn wir das jetzt machen würden, kriechen wir oder laufen die Items trotzdem durch? Das müssen wir mal ausprobieren. Weißt du, was ich meine? Mhm. Warte mal, ich craft das Ding einfach mal, ist ja egal. Das, irgendwann brauchen wir es bestimmt eh. Okay. Ja. Ich brauche dafür eine Schablone, Upgrade-Schablone, genau. Dazu brauche ich ein Standardfach und Stöcke außenrum. Mhm. Ein Standard-Schubfach. Upgrade-Schablone, 2 Stück sogar. Wow. So, jetzt brauche ich Goldklumpen. Gold müssten wir hier haben. Haben wir einen Stack, ja. Ich habe hier auch Gold. Ach, da unten auch, ja. Ich habe ja schon ein bisschen das, was in den Kisten war. Goldklumpen kriegt man da raus, ne? 9 Goldklumpen, jawohl. Logischerweise. So, jetzt brauche ich für den Schlüssel 2 Gold. Zack, guck gerade mal, wo dein Niklas unterwegs ist. Das wär's kennen so genau, glaube ich. Und unten die Update-Schablone. Ich glaube, der macht den Eingang, ne? Meinst du? Also Eingang im Sinne von, Das alles eine Stufe tiefer. Ach so. So, jetzt muss ich nur gucken, wie ich das Ding anwende. Wahrscheinlich einfach nur... Schwierig. Ich hatte auch mal irgendwo gesehen, dass man die abschließen kann und dann kann man sie rausbauen und transportieren, damit da nichts rausfällt. Ja, das magst du. Also ich habe das so gesehen, mit Packband magst du das. Mit Packband. Du klebst es quasi zu. Ja. Du klebst es. Ja doch, wirklich. Packband kannst du tatsächlich craften, das meine ich jetzt ohne Scheiß. So, da ist jetzt der Schlüssel drüber, ne? Siehst du. Für Packband brauchen wir Schleim im Eimer, einen Schleimball und dreimal Papier. Also, ich habe dich jetzt nicht angelogen. Du sammelst. Schmeißt du das Nederquarz mal oben rein? Das, wo du jetzt aufgesammelt hast, weil ich voll bin. Jetzt sind drin 62. So. Nur diese vollen Leute. Wird rausgesaugt, läuft. Jetzt halt die Frage, ob das wirklich bis da durchgeht, ne? Ja. Funktioniert. Guck. Okay. Dann würde ich sogar sagen, dass wir die zwischendrin alle zusperren, oder? Also die, wo zwischendrin stehen zum Connecten. Ja, die können wir erstmal zumachen, ja. Weil das wollen wir ja nicht, dass da zwischendrin was ist, ne? Mache ich das zu, das zu, das zu, das zu. So, jetzt sind ja alle zwischendrin zu. Mhm. So, jetzt können wir ja das Lager-System trotzdem wieder so machen, wie wir es gedacht haben, theoretisch. Jetzt wäre halt nur die Frage, wie weit geht dieser Controller hier, ne? Hier rüber. Ja, das müssten wir halt mal ausprobieren. Warte mal. Bruchstein haben wir ja irgendwo schon rein, ne? Was haben wir noch nicht einsortiert? Ich nehme mal die Teppiche. Komm, ist egal.
Ich tue mal da überall. Eisen, Gold, Kupfer. Zinn. Niklas, schau mal unten bei der ersten